Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Video. Heute mit dem Thema, wie kann ich weniger schreckhaft sein? Und es ist für viele Menschen, vorzugsweise Frauen, ein Problem, dass sie sehr schreckhaft sind. Und ich persönlich war von Natur aus noch nie so schreckhaft. Aber natürlich, wenn irgendwas gewesen ist, dann bin ich auch mal zusammengezuckt. Und heute bin ich eigentlich sehr, sehr cool, was das angeht. Also wirklich, wenn von hinten irgendwie gerade die Tür zuschlägt durch den Windzug oder wenn mir jemand überraschend von hinten auf die Schulter klopft oder irgendetwas anderes, ich zucke nicht wirklich mehr zusammen. Und ich habe mir mal dazu Gedanken gemacht, woran das eigentlich liegt, warum ich mit den Jahren eigentlich so abgehärtet geworden bin zu dem Thema. Und ich sehe das sowohl im mentalen Bereich als auch im physischen Bereich. Mental bedeutet einfach, es hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und ich sehe das bei Menschen, die sehr schreckhaft sind, dass sie meistens ein sehr schwaches Selbstbewusstsein haben. Sie vertrauen sich einfach wenig selbst, sie glauben wenig an sich oder sie zweifeln einfach sehr oft. Sie sind vielleicht in ihrem Job besonders stark, besonders gut und auch dort haben sie das Selbstbewusstsein, aber so im Alltag fehlt es einfach. Und sie sind halt einfach leicht aus der Bahn zu werfen, vielleicht auch innerlich immer so ein bisschen angespannt und unruhig, und da kann ich einfach nur die Meditation empfehlen. Die Meditation in der Hinsicht, dass du dich immer öfter entspannen kannst, runterkommen kannst, dass du innerlich nicht mehr so angespannt bist eben und dass du an dir selbst arbeitest. Also es ist oftmals so, dass dieses Schreckhafte bei Menschen vorkommt, die wenig an ihrer eigenen persönlichen Entwicklung arbeiten. So ist meine Feststellung. Und das andere ist der physische Bereich. Also klar, wenn wir uns erschrecken, dann zucken wir zusammen und das ist nicht so toll und alles. Aber auch hier ist es so eine Sache, in Verbindung mit deinem Kopf, also mit dem, was du denkst und wie du persönlich eingestellt bist, wie gehe ich mit der Sache um? Also viele Menschen, beispielsweise jetzt die Tür, fällt hinter dir zu, weil der Windzug da lang gegangen ist. Oder jemand klopft dir halt von hinten auf die Schulter und du erschreckst dich auf einmal oder hält dir von hinten die Augen zu oder je nachdem. Und es ist einfach so, man vertraut sich einfach nicht selbst genug. Also wenn einem beispielsweise die umfallende Leiter, die hier gerade neben mir steht, oder halt so eine zuschlagende Tür dich erschreckt, dann bist du nicht selbstbewusst genug. Auch dein Körper traut sich das nicht zu, dem zu widerstehen. Man muss da an sich arbeiten. Ich kenne das durch den Kampfsport hauptsächlich, dass man einfach sagt, ich weiß, wer ich bin, was ich kann, was meine Fähigkeiten sind. Ich vertraue meinem Körper, dass er angemessen, reflexhaft reagiert in jeder Situation und nicht irgendwie Angst vor etwas hat. Also ich weiß, dass mir in meiner Umgebung, wenn ich jetzt hier stehe, dass mir nichts etwas anhaben kann, dass auch Personen, die um mich herum stehen, dass sie mir nichts anhaben können. Ich bin einfach mental und physisch so selbstbewusst, dass ich weiß, hier passiert nichts. Und dadurch kriege ich eine ruhigere, innere, gelassenere Einstellung, wo ich dann sagen kann, okay, hier kann jetzt nichts passieren und da kann wirklich da was umfallen und hier etwas einstürzen. Ich würde mich nicht erschrecken. Aber das ist eine Trainingssache. Es geht also wirklich darum, dass du erstens mental stark bist, dass du an deinem Selbstbewusstsein arbeitest und zum anderen, dass du physisch nicht aus der Ruhe gebracht werden kannst. Das heißt, du machst Kampfsport oder Fitnesstraining oder etwas anderes, womit du einfach dein Körpergefühl verbesserst und weißt, hier kann mir nichts passieren. Ich bin stark und selbstbewusst genug, sodass ich nicht schreckhaft sein kann. Und jetzt denk einfach mal über dich selbst nach. Wenn du dieses Video gefunden hast, dann ging es sicherlich darum, weil du eben nicht mehr so schreckhaft sein möchtest. Und überleg einfach mal, warum passiert das eigentlich? Liegt es vielleicht daran, dass du ein mangelndes Selbstbewusstsein hast oder dass dir einfach ein gewisses Körpergefühl fehlt, dass du noch nicht so richtig mit deinem Körper umzugehen weißt? Das hört sich jetzt natürlich blöd an, aber wer wirklich regelmäßig Sport treibt und gerade speziell Kampfsport, kann ich da nur empfehlen. Und dann dazu die Meditation, dass man sich erstmal selber richtig kennenlernt und weiß, hier bin ich. Ich bin selbstbewusst, stark genug und mir kann hier nichts passieren. Und wenn man mit dieser Einstellung rangeht, dann kann hier wirklich buchstäblich die halbe Welt untergehen und ich erschrecke mich nicht davor, sondern ich weiß, dass ich einfach die Fähigkeiten habe und stark genug bin, selbstbewusst genug bin, mit allem fertig zu werden. Es ist also vor allen Dingen eine Kopfsache und den Körper muss man ein bisschen trainieren. Ich hoffe, dieses Video konnte dir helfen, dann in Zukunft weniger schreckhaft zu sein. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.